Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen ein paar Limited Editions von Lookfantastic anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein Teil von den Boxen habe ich mir selber bestellt. Ein Teil von den Boxen wurden mir jetzt spontan von Lookfantastic zugeschickt. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt dort auch immer mit Claudi Welt eine ganze Ecke sparen. Auch auf die Limited Edition Boxen. Schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch auch die, die es aktuell noch gibt, verlinkt. Denn ich glaube, die ein oder andere, zum Beispiel die von Clinique, gibt es aktuell leider nicht mehr zu kaufen. So ist das mit alle. Und ich mache in diesem Video auch eine Verlosung. Ich verlose aber jetzt einfach mal ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket wieder. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich blende euch auch immer ein, falls ich es noch finde, was die Box jeweils kostet. Und dann seht ihr auch den Wert und so. Also das wird im Schnitt ein Traum mal wieder für mich, also wenn ich das Video schneide. Ich glaube, das ist jetzt so die Box, die ganz, ganz fresh erst kommt. Also da habe ich noch gar nichts online zu gefunden. Ich kam jetzt von Malaga wieder und dann stand auf einmal eine Lookfantastic Beauty Box bei uns auf der Treppe, beziehungsweise Schatzi hat sie angenommen und die sieht ja mal sehr, sehr hübsch aus. Ich glaube, das ist die Summer Beauty Bag und die ist super schwer. Und Lookfantastic hat das jetzt meiner Meinung nach sehr, sehr cool gemacht, denn du hast jetzt hier dieses Überziehvieh und da drin ist halt eine Box, die wir halt so vielleicht schon mal vom Design her kannten, aber dann mussten die halt nicht extra neue Boxen produzieren lassen, was sehr gut ist eigentlich, ne? So, Deckel ist entfernt. Be so good, they can't ignore you. Also sei so gut, dass die Leute dich nicht ignorieren können. Das finde ich ist eine schöne Einstellung. Dann haben wir hier Summer of Skin. Oh, das ist hier das Motto von der Box. Oh, es gibt noch gar kein Heftchen dazu. Ich bin etwas früh mit meinem Unboxing hier. Okay, also hier geht es dann sehr wahrscheinlich um, ja, die Haut muss für den Sommer vorbereitet werden. Wichtig ist Lichtschutzfaktor, wichtig ist vielleicht auch mal eine kühlende Geschichte für die Füße, fürs Gesicht oder so, ne? Dass man halt einfach mal so ein bisschen diesen Haarmoment bekommt. Und dann gucke ich jetzt einfach mal mit euch zusammen rein, was hier wohl drin sein wird. Okay, wir starten die Geschose, also ist wirklich voll hier, ne? Vita Liberata, Fabulous Gradual Tanning Lotion. Ja, das ist für alle Hauttypen geeignet. 50 ml sind hier drin enthalten. Ja, kann man machen. Ich persönlich bin eher so ein Fan von, ich habe meine Kette falsch rum an, kommen wir mit klar, ne? Bin eher so Fan von dem Selbstbräuner Booster von Beauty Mates, weil der aber auf meiner Haut halt sehr gut funktioniert, ne? Andere lassen mich schnell aussehen wie ein Simpson, das mag ich dann nicht so ganz so gerne, also halt zu gelb. Dann habe ich hier von NYX Sun etwas mit dabei, das finde ich toll. Das ist nämlich für die Haare, das hatte ich letztes Jahr glaube ich auch, After Sun Hair and Body Shampoo, Refreshes and Removes UV Sunscreens, Salt, Chlorine and Sand. Also das ist halt super mit 100 Millilitern. Wenn du halt vorher Lichtschutzfaktor verwendet hast oder wenn du im Meerwasser warst oder Sand am Körper, an den Haaren hast. Und das soll halt wirklich explizit dafür geeignet sein. Und gerade wenn wir uns dann über Tag auch eincremen, sei es im Gesicht, das müssen wir sowieso machen, Leute, ne? Oder auch am Körper, dann sollte man halt nochmal extra mehr seinen Körper und sein Gesicht reinigen. Ich finde das super, ich werde es verwenden. Dann habe ich hier was drin, was ich aktuell in Anwendung habe, oder? Nee, die nicht. Die nicht, genau. Das ist hier die Bombia Bright Cream von Sol de Janeiro. Infused with Renewing Fruit AHAs und Vitamin C. 40 verschiedene Düfte, wow. 25 ml, das ist so ein kleines Ding. Ich persönlich habe mal gehört, dass man diese ganzen Säurepeeling-Geschichten eher im Winter verwenden sollte. Da ich diese Creme aber eher verwenden würde, um mich abends einzucremen, geht das, glaube ich, klar, wenn ich am nächsten Tag Lichtschutzfaktor verwende. Ne? Ansonsten würde ich persönlich jetzt für den Sommer zum Beispiel empfehlen, Enzympeelings zu verwenden am Gesicht, mechanische Peelings am Körper. Und das soll halt dann wirklich Strahlkraft geben. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich doch öffnen. Okay, gut. Riecht wirklich, ich mag einfach die Düfte von Sol de Janeiro, ne? Die haben es echt drauf. Das ist richtig geil. Also ich habe jetzt gerade aufgebraucht die Bum Bum Cream und die Retinol Creme habe ich jetzt aktuell, oder Retinal Creme habe ich aktuell noch in Anwendung. Ja, wird auf jeden Fall ausprobiert und da bin ich sehr gespannt drauf. Mega. Dann habe ich hier von Ren noch was mit dabei. Auch da sind wir bei AHA. Bin ich wirklich vorsichtig jetzt im Sommer? Mensch, Leute, ne? 50 ml, also schön. Ja,
aber dann wirklich, wirklich abends verwenden und wirklich, wirklich am nächsten Tag Lichtschutzfaktor ganz dick drauf machen, weil ansonsten ist die Haut halt zu sehr gepielt, zu sehr, ne, von was auch immer entfernt worden, sodass sie dann zu angreifbar für die Haut wäre. Da hätte ich ein bisschen Bedenken, was so Pigmentflecken angeht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Dann habe ich als nächstes hier am Start, da sind noch so schöne Sachen drin, Leute, die Eborian CC Red Correct Cream Automatic Perfector Soothing Effect Even Complexion. Interessant, 15 Milliliter. Ich glaube, das wird dann so eine Art Primer sein. Also das ist halt koreanisches Skincare, das finde ich immer total aufregend. Und ich mag Eborian so gerne. Ich meine nämlich, dass es dann ja halt wie so eine Redness Control Cream ist, was halt jetzt im Sommer ganz gut kommt. Auch wenn du jetzt in Anführungsstrichen normale Haut hast, hast du ja trotzdem durch die Sonne vielleicht Rötungen, die du dann mit so einem CC-Gedönsen gut auskorrigiert bekommen würdest. Hat auch einen 25er Lichtschutzfaktor, was ein bisschen wenig ist, weil ich nehme immer 50er für mein Gesicht. Das wird ausprobiert. Das finde ich cool. Ja, fürs Gesicht, ne? Ach Mensch. Also ein Hauch dekorative Kosmetik würde ich das jetzt einfach mal so einstufen. Das ist natürlich eine richtig tolle Geschichte. Und zwar Piss Buin Moisturizing Sun Lotion. 30 ist der Lichtschutzfaktor. Ja, UVA, UVB wird da protektiert. Intense Moisturization. Okay. Fast Absorption and Non-Sticky. Das finde ich auch schön. Ist eine Full-Size 200 ml. Lichtschutzfaktor kann ich immer gut gebrauchen. Das riecht auch angenehm nach Sommer. Das mag ich. Habe ich das jetzt in der Nase? Toll. Schön. Mag ich. Gefällt mir. Mensch. Was ist hier? Isle of Paradise. Das ist fürs Gesicht. Jo. Self-Tensierung. Mhm. 30 ml sind hier drin. Hier bin ich auch wieder bei dem Punkt, dass ich sage, bin ich eher bei meinem Beauty Mates Selbstbräuner Booster. Aber tatsächlich finde ich es schön, dass hier auch durch diese Selbstbräuner-Geschichten darauf hingewiesen wird, Leute, knallt euch nicht in die Sonne, um braun zu werden, weil das ist gar nicht so gut für die Haut. Macht da lieber ein bisschen Selbstbräuner drauf und dann ist auch in Ordnung, ne? So, dann habe ich hier noch einen Riesenklopper. Einen wirklich Riesenklopper. Heavenly Body Purifying Scrub ist das von Mio Radiance Salt Scrub. Das finde ich schön. 275 Gramm. Ich mag gerne Salzpeelings, da muss man nur ein bisschen nach der Rasur aufpassen, ne? Wenn du dich von drum rasiert hast. Also ich habe es euch letztens im Aufgebraucht-Video auch gesagt, dass euch nicht die Mumu oder sonst was abfällt. Schöner Tiegel. Finde ich ganz hübsch. Und tatsächlich habe ich gerade auch, wow, das riecht aber sehr belebend, dass mein Körperpeeling leer gegangen ist. Das riecht nach Sauna und sieht aus wie Sorbet-Eis. Geilomat. Stehe ich drauf, feier ich. Willst du auch mal riechen, Sammy? Findet ihr ganz merkwürdig, was bei euch in ihm behält. Nee, das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant. So, einen habe ich hier noch drin tatsächlich. Und dann kommen wir schon zur nächsten Box. Aber Leute, die ist gut gefüllt. Das könnt ihr euch definitiv mal angucken. Disciple Lichtschutzfaktor 15 Lip Balm ist ein bisschen wenig, ne? Healthy Boundaries. Lichtschutzfaktor für die Lippen ist schon mal von der Idee her gut überlegt, aber von der Umsetzung ein bisschen mau, denn man sollte für die Lippen schon auch ein bisschen höher nehmen, ne? Weil also die Lippen sind im Gesicht. Im Gesicht nehme ich auch echt hohen Lichtschutzfaktor. Und 15 ist da echt. Nee, das ist zu wenig. So, ich würde sagen, wir bleiben bei der Boxengröße auf jeden Fall und gehen dann weiter zu Look Fantastic. Achso, die Box finde ich gut, ne? Habe ich euch eben schon gesagt. Die hat bestimmt auch einen tollen Wert. Ich weiß nur nicht, was sie kostet. aber es wird sicherlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Also eine 1A-Box, wenn man so ein bisschen diese Summer Essentials noch braucht und das in dem Pflegeschrank fehlt. Jetzt kommen wir zu der Look Fantastic mit Caudalie Limited Edition. Das finde ich auch super. Das dürfte genau die gleiche Boxenfarbe sein. Zack, schieben wir mal zur Seite. Da steht dann auch wohl das gleiche drin. Ja, dass du so gut sein sollst, dass sie dich nicht ignorieren können. Und dann haben wir hier Spring into Skincare. Ja. Caudalie Limited Edition Magazin. Handy hatte ich gerade schon wieder verloren. Läuft ja bei mir. Es ist einfach großartig, ne? So, Claudi. Und jetzt kommen wir klar. Jetzt musst du erstmal den QR-Code scannen. Caudalie ist auch eine schöne Marke, muss ich sagen, die sehr hautverträglich ist. Da geht es ja auch viel um diese Vino-Geschichten. Und ja, hier gibt es jetzt auch ein Online-Magazin. Eine wunderschöne, natürliche Frau ist hier vorne drauf abgebildet. Caudalie ist eine französische Pflegemarke. Und so schaut das Ganze dann einmal aus. Und
Es ist halt leider auf Englisch geschrieben und Kudali möchte uns halt auf den Frühling vorbereiten, wenn ich das jetzt so richtig aus dem Augenwinkel betrachtet habe. Das ist schon mal gut befüllt, ne? Und ich weiß, dass viele auch auf Kudali richtig abfahren. Da habe ich als erstes so ein kleines Ding hier drin. Das ist einmal das Radiance Serum mit 10 Millilitern, was Strahlkraft geben soll. Und Kudali ist auch eine Marke, die sehr natürlich unterwegs ist. Also wir haben hier wirklich auch Inhaltsstoffe drin, die sehr freundlich für die Haut sind. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass meine sehr sensible Haut da nicht immer gut mit um kann. Aber das ein oder andere Produkt, was ich ausprobiert habe, hat mir gut gefallen. Dann kommen wir hier zu dem nächsten. Und zwar habe ich hier Vino Pure Gelee Purifying Gel Cleanser mit Salicylsäure. Auch hier sollte man aufpassen, 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Salicylsäure, BHA, würde ich persönlich aktuell einfach bei dieser Sonneneinstrahlung nicht morgens verwenden. Würde ich einfach nicht. Da würde ich eher das abends verwenden als zweiten Schritt vom Double Cleansing zum Beispiel, ne? Und morgens den Lichtschutzfaktor verwenden. Aber ich würde es nicht direkt morgens machen, wenn ich mein Gesicht wasche. Einfach, nee, das ist mir zu heikel. Dafür habe ich zu intensiv mit Hautpflegefirmen zusammengearbeitet, die da immer wieder von abraten. Au, dann tat gar nicht weh. Das hat nur so ausgesehen. Dann habe ich hier das Venergetic C Plus Instant Detox Mask. Das finde ich schon wieder schön. Ist porenverfeinernd, entfernt halt überschüssiges Öl, ist mit klärendem Lehm, Kaffee und Traube, 75 Milliliter. Sowas kann ich mir gut für morgens vorstellen. Da muss ich nur noch mal einen kurzen Blick dann auf die Inhaltsstoffe werfen, ob da nicht noch irgendwas mit drin ist, was ich nicht lieber morgens verwenden wollen würde. Aber ne, das finde ich schön. Ich mag super gerne Gesichtsmasken. Hab die auch immer so, ja, jeden Morgen, wenn ich Zähne putze, mache ich mir eine Crememaske drauf. Liebt meine Haut. Also meine Haut hat sich einfach, also die gefällt mir. Ich klopfe auf Holz. Die gefällt mir einfach aktuell sehr gut. Dann habe ich hier, auch wenn ich hier eine kleine Mr. Fried Ausflugsfamilie habe, aber die ist schon wieder am Abklingen. Das geht schon. Dann habe ich hier die Vino Perfect Dark Spot Correcting Glycolic Night Cream. Also auch wieder mit Glykolsäure gegen dunkle Verfärbung. 15 Milliliter haben wir hier drin. Hier steht halt Night Cream extra drauf, deswegen passt das. Ist das in Ordnung? Ja, aber ich würde es halt einfach immer an den Lichtschutzfaktor denken. Also ich weiß nicht, warum sich Look Fantastic halt überlegt hat, so viel AHA, BHA hier mit reinzupacken, Glykolsäure, ne? Ja, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig unterwegs. Und passend zur Nachtcreme haben wir hier dann auch wahrscheinlich eine Tagescreme. Venusource Hydra Grape Water Gel Moisturizer, jo, 15 Milliliter, eine feuchtigkeitsspendende Creme. Das ist toll, das mag ich auch gerne leiden, das können wir morgens gut gebrauchen. Und dann noch on top einen schönen Lichtschutzfaktor und dann bist du auf jeden Fall gut gepflegt, ne? Und dann habe ich hier noch was drin enthalten, das Beauty Elixir Smoothing Glowing Complexion 30 Milliliter. Das ist zum Sprühen, sowas mag ich gerne und ich meine, dass ich das auch schon mal hatte. Ich habe es nur zu lange stehen lassen, sodass die Farbe nicht mehr so war, sondern es war, glaube ich, wirklich gelb. Und dann ist es halt nicht so gut. Sowas ist meistens halt auch ein bisschen sonnenempfindlicher. Deswegen, also weil wenn hier auch so Vitamin C oder sowas drin ist, deswegen verstaut das am besten auch in Schubladen oder an dunklen Orten, dass dort, hört sich verrückt an, aber ist tatsächlich so, dass die Produkte halt nicht mit der Sonne reagieren. Ne? So, das war jetzt die Look Fantastic Limited Edition mit Kudali, die ich persönlich ganz gut finde. Ich würde sie jetzt nicht alles im Sommer verwenden und nicht alles zu jeder Tageszeit. Ne? Da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Aber im Großen und Ganzen ist sie schon ganz gut gefüllt. Also das kann ich empfehlen für Leute, die sagen, Mensch, ich habe Bock drauf, mal Kudali auszuprobieren. Da hast du einen guten, bunten Mix. Das Einzige, was hier fehlt, nee, ein Serum haben wir auch am Start. Nö, läuft. Vielleicht eine Augencreme. Aber das ist auch wirklich nur meckerer Bäcker, ne? So, ich bleibe bei der Boxengröße und habe auch noch eine in dem Format. Und zwar die erwähnte Clinique-Box, wo ich denke, dass die leider schon ausverkauft ist. Sehr, 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 sehr cool. Aber Look Fantastic hat halt immer mal wieder richtig interessante Limited Editions. Da könnt ihr gerne im Shop vorbeischauen, immer mal wieder. Und das ist halt nicht so dieses klassische, wir machen da mega Buhai drumherum. Die haben die Limited Edition Boxen und mal sind sie super schnell ausverkauft, mal sind sie noch ein Weilchen länger zu haben. Und ihr könnt halt grundsätzlich mit Claudie Welt ohne das S, ne? Claudie Welt einfach, auf diese Boxen auch sparen. Dann habe ich dieses entfernte Produkt. Also es ist tatsächlich eine ganz schöne Box, ne? Also das ist halt auch mit diesem Schuber gemacht worden. Hier haben wir aber tatsächlich ein Heftchen drin. Ja, Limited Edition Clinique. Sehr cool.
Ich habe mir auch mal wieder so eine wunderschöne Lady, ne? Ich finde es immer unglaublich, diese Frauen auf den Covern. Ich meine, gut, ja, Photoshop regelt halt einiges, ne? Aber ja. Und Klinik mag ich auch gerne von der Pflege her, weil das halt sehr hautverträglich ist. Und was bei dieser Box halt so cool war, wir haben ja auch dekorative Kosmetik mit am Start. So. Und dann. Ich habe eben Müsli gegessen. War nicht die beste Idee. Haben wir hier einmal den Blick in die Box. Da haben wir schon das ein oder andere Produkt, das uns entgegenhüpft. Das habe ich, glaube ich, letztens leer gemacht. Ne? Moisture Surge 100 Stunden Auto Replenishing Hydrator. Das ist einmal dieses hier. Das ist eine sehr leichte Creme, die die Haut gerade im Sommer echt toll pflegt. Genau. Und die schaut einmal so aus. Finde ich auch toll, dass es mit drin ist. Eine sehr hautverträgliche Geschichte, weil ich glaube, wir haben ja auch keine Parfüme oder sowas mit drin. Mit Aloe Vera Bio Fermented Technology. Aloe Vera ist natürlich jetzt 1A für den Sommer. Ne? Ganz, ganz, ganz toll. Als nächstes haben wir hier drin enthalten. Ja, der ist schon geil, ne? Clinique Take the Day Off. Das ist die Mutter aller Cleansing Balms. 30 Milliliter sind hier drin. 1A Produkt. Tatsächlich aber nicht so gut wie The Calm Balm von Yepoda. Bin ich ehrlich, ist wie es ist. Habe ich auch schon aufgebraucht in mehreren verschiedenen Größen. Und das ist ein ganz toller Cleansing Balm. Das ist ein hartes Produkt, weil du da ja wahrscheinlich auch so Kokosöl und sowas mit drin hast, was mit der Wärme der Haut reagiert und dann zum halt flüssig wird. Dann gibt man sich das erst auf die Wimpern und auf die Augen und dann streiche ich immer von den Wurzeln bis zu den Spitzen, damit auch bloß keine Wimper ausfällt dabei. Das kannst du dann übers ganze Gesicht machen. Dann machst du so ein bisschen deine Finger nass, emulgierst das Ganze auf, also quasi mit Wasser vermengen und dann gehe ich immer unter die Dusche, wasche mir das ab, dann danach noch einen Gel-Cleanser, wie zum Beispiel hier von Caudalie danach hinterher und dann hast du ein schönes, gereinigtes Gesicht und hast halt nicht das Problem, dass da noch irgendwas an Make-up-Resten auf der Haut sein könnte, was in irgendeiner Art und Weise Pickel verursachen könnte. Deswegen, Double Cleansing ist einfach mein heiliger Gral und hat meine Hautpflege halt wirklich verändert und man bedenke tatsächlich, vor ein paar Jahren, ich habe ja vor 5 Jahren mit YouTube angefangen, ne? Da habe ich auch noch die Abschminktücher genommen. Das war gruselig. Dann habe ich hier von Clinique die High Impact Mascara. Das ist ein schönes Produkt. 7 Milliliter sind hier drin, das ist eine Full Size. Aber bei mir macht sie leider nicht den Effekt, den ich gerne von Mascaras mag, ist der Klassiker. Ist eine schöne Geschichte, definitiv auch sehr, sehr freundlich zu den Augen. Aber bei mir leider zu wenig. Einfach zu wenig. Dann habe ich hier noch, das ist jetzt immer mehr, ja, schön dekorative Kosmetik, stehe ich drauf. Almost Lipstick Mi Rouge à Lèvres. 1,9 Gramm. Black Honey ist hier die Farbbezeichnung. Da bin ich mal gespannt, was das dann ist. Lip Liner wahrscheinlich, oder? Was bist du? Nee, Leute von heute. Okay, das gucken wir nochmal. Sieht so aus. Zieht man ab. Dreht man hoch. Black Honey vor allem, ne? Hallo? Riecht nach nichts. Was habe ich denn eben hier auf meiner Hand? Achso, ich habe, als ich mich geschminkt habe, hier Foundation drauf gemacht. Das ist aber auch schon eine Weile her, Claudi, ne? Okay. Ja, Almost Lipstick. Das ist halt eher wie so ein Lippenpflegestift. Sehr, sehr, sehr cool. Und der wird dann die Lippen so ganz leicht einfärben. Also nicht so, Leute, ne? Keine Sorge. Sehr cool. Das mag ich. Wenn man nur so einen Hauch von auf den Lippen haben möchte, ist sowas echt gut geeignet. Schöne Sache. Schöne, schöne, schöne Sache. Und dann habe ich hier noch das letzte Produkt. Das ist dann das sechste. Ich habe hier auch das Häppchen liegen. Ich gucke gerade nochmal. Ja, das fünfte Produkt ist das. Sculpting Contour. In der Farbe Curvy Contour 01 ist das. Ein Konturstick. Ich hatte das auf dem Bild eher als Lippenstift nämlich wahrgenommen. Auch interessant, ne? Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Oha. Da muss ich mal gucken, ob die Farbe denn... Huiuiuiuiui. Sehr dunkel, aber sowas verblendet man ja auch, ne? Okay. Keine Angst. Modellierender Stift steht hier drauf. Das ist natürlich ein derbes Moped. Auch hier kein Duft, ne? Das ist echt cool. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Muss auf dem Gesicht getestet werden. Aber das ist ein schönes Bronzing-Produkt. Mensch, kannte ich noch gar nicht von Clinique. Schön, ja, ne? Schöne Box. Kann was.
kann was. Also es ist wirklich die eine Sache, Lookfantastic macht das so, dass du online immer auch siehst, was in der Box drin ist. Es ist immer die eine Sache, die Produkte dann online zu sehen, aber die andere Sache ist es tatsächlich auch für mich, die Produkte dann zu Hause zu haben, ne? Und auszuprobieren. Das ist echt immer aufregend. So, raschel die Paschel. Das kommt zur Seite. Hier machen wir einen Turmbau zu Babel. Gehen wir jetzt weiter zu der Lookfantastic Home Edit. Die ist jetzt das zweite Mal eingetroffen. Beim ersten Mal war da was ausgelaufen. Das war echt uncool. Aber ich habe hingeschrieben, ruckizuck habe ich dann das Geld erstattet bekommen und konnte mir dann die Box halt nochmal bestellen, weil ich wollte sie auf jeden Fall haben, weil da doch das ein oder andere drin ist, was ich sehr interessant finde. Ups, das ist eine Schublade. Das ist auch aufregend, ne? Auch nicht oft bei Lookfantastic. Ja, hat was von dem Adventskalender. Ich glaube, das ist auch tatsächlich noch von der Adventskalenderzeit. Ja, Home Edit steht hier auch drauf. Und auch die gibt es, glaube ich, noch aktuell zu kaufen. Home is where the heart is. Ja, definitiv. Zu Hause ist da, wo das Herz ist. Und hier sind die Produkte aufgeführt. Alternativen gäbe es nicht. Hier haben wir 8 Produkte drin enthalten. Und die ziehen wir uns doch mal rein hier. Das Ganze startet mit einem Produkt. Das kann man... Also... Das ist interessant. Okay, das hatte ich auch schon mal sowas. Von Glove ist das eine Dry Body Brush. Das ist per se cool. Ne? Das kannst du auch super als Alternative zu einem generellen Körperpeeling verwenden, weil das ist eine Trockenbürste. Das heißt, vor dem Duschen nimmst du das, um so ein bisschen auch die Blutzirkulation anzuregen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich bin nur zu faul dafür. Ist wie es ist, ne? Dann haben wir hier ein großes Produkt von Aromatherapy Associates drin. Eine Lotion mit 300 Millilitern. A Tantalizing Nourishing Hand and Body Lotion. Gentle for all skin types. Mit Shea Butter, Vanille, Ylang Ylang. Das hört sich gut an. Oh, sehr orientalisch. Aber irgendwie geil. Irgendwie geil. Also nicht jeder wird diesen Duft mögen. Ich dachte erst bei Vanille, oh ja. Aber es riecht halt so ein bisschen wie eine Bodylotion, die man zum Beispiel im Hotel findet, wenn man dort ist und dort steht Bodylotion. So riecht die tatsächlich, meiner Meinung nach. So. Dann habe ich hier so ein Haarturban. Liebe ich, finde ich großartig. Kann ich voll empfehlen. Verwende ich jeden Abend sowas. Das ist einfach ein Produkt, was ich nach dem Haarewaschen nehme, meine Haare da reinfussel und dann kann ich mein Körper eincremen, mein Gesicht eincremen und dann ist tatsächlich auch dann sind meine Haare schon ein bisschen vorgetrocknet und mittlerweile lasse ich sie ja auch lufttrocknen und vielleicht morgens noch ein bisschen föhnen. Ansonsten lasse ich ja keine wirkliche Hitze mehr dran und ich mag das. Also nicht jeder mag dieses Gefühl von diesem Mikrofaser, ne? Weil das halt so... Also manche kriegen davon Gänsehaut, habe ich mal gehört, weil das halt an jeder nicht ebenen Hautstelle so ein bisschen hängen bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich finde es aber großartig. Man sagt, normalerweise solltest du den halt nicht in Trockner packen, man sollte den nicht mit Weichspüler waschen. Ich mache das, bei mir halten die alles gut. Das Einzige, wo die halt auch brechen oder reißen, ist halt bei dem Knopf, ja. Ne, entweder, dass die Schlaufe dann irgendwann mal aufreißt oder dass der Knopf abgeht, den kann ich aber wieder annähen. Da hat meine Oma mir gut was mitgegeben. Dann habe ich hier Sydney Sundays Glasshouse Soy Candle. Auch schön mit Neroli und Pink Pepper, 30 Gramm. Sowas mag ich auch gerne, muss ich wirklich sagen. Dass man einfach so eine kleine Kerze hat, um so ein Spa at Home zu haben. Und das hier ist ja auch eher so Richtung ja, Winter gedacht gewesen. Oh, die mag ich. Die riecht angenehm. Das ist ein ganz toller Duft. Den mag ich wirklich gerne leiden. Oh. Aber Pink Pepper ist, glaube ich, auch in manchen Parfums drin, die ich richtig gerne mag. Ui, doch finde ich schön. Und ich mag auch gerne Kerzen. Das ist voll mein Ding. Schön, schön. Habe ich hier ja auch immer. Ne? Ich habe sie jetzt nur nicht an, weil hier oben doch relativ warm ist. Dann habe ich hier von Esper etwas drin. Da mag ich leider nicht so gerne den Duft. Und das hier ist auch sowieso nicht mein Produkt. Positivity Atmosphere Mist mit 100 Millilitern. Das ist aus Glas hier tatsächlich auch. Ja, das kannst du halt so als Raumspray verwenden. Aber ist nicht meine Welt. Ich rieche da jetzt auch nichts. Ist auch in Ordnung. Das wird aber weiter wandern. Ne? Also sowas verwende ich halt einfach nicht. Duftkerzen ja, Raumspray nein. Es sei denn, ich nehme das Raumspray und fülle das um in diese Dinger, wo auch diese Holzstäbchen drin sind. Das ist in Ordnung. Für alles andere bin ich zu faul. Genauso wie ich auch zu faul bin meistens. Also ich habe so ein Ding, aber eher so mein PMD Rose Quartz, der halt auch mit Hitze, also mit Wärme reagiert, also mit Wärme unterwegs ist und vibriert.
das hier ist jetzt nicht so ganz meins, ein Jade-Roller von Brushworks. Ja, kann man zur Lymphdrüsenmassage verwenden, wenn man möchte. Da kann man sich gönnen, wenn man möchte. Bin ich jetzt nicht so von im Vibe drin. Ne? Also da gibt es viele schöne Produkte, auch so diese Gua Sha-Steine und so. Alles fein, hat alles seine Daseinsberechtigung und ich sehe auch bei vielen, dass sie auch wirklich einen Effekt damit erzielen. Ich bin dafür zu faul. Und das letzte Produkt, was mir letztes Mal, als ich diese Box mir gekauft habe, ausgelaufen war, ist von Urban Apothecary Velvet Peony Luxury Hand and Body Wash. Also ich weiß definitiv, wie es riecht. 100 ml sind hier drin, weil da auch der ganze Karton nachgerochen hat. Ja, ich kann aber nochmal dran riechen. Das ist halt ein bisschen würziger. Aber schön. Hat auch was mit Rose mit am Start, ne? Also auf jeden Fall eine coole Geschichte. Würde ich jetzt als Duschgel ganz einfach verwenden. Jo, das ist jetzt die Limited Edition gewesen. Eine schöne Sache. Gibt es, wie gesagt, noch zu kaufen. Ist, glaube ich, sogar gerade reduziert, die Home Edition, ne? Schaut euch die gerne mal an. Kann ich empfehlen. Last but not least habe ich hier jetzt eine Box, die ich mal für Oma dazu bekommen habe, die man sich aber auch bestellen konnte. Und das hatte ich auch bei Instagram in meiner Story geteilt. Schaut da super gerne mal vorbei. Wenn ich solche Angebote finde, dann teile ich die auch super gerne ganz schnell. Weil sowas ist meistens recht schnell weg, weil das war echt cool. Die Ultimate Beauty Destination ist Look Fantastic. Definitiv, also ihr kriegt da richtig geile Marken, ne? Keine Frage. Und hier haben wir mal den Inhalt. Und den ziehen wir uns doch jetzt einfach mal rein. Ich glaube, 20 Euro hat die gekostet, wenn man die sich so gekauft hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die halt bekommen habe, hat man die automatisch in den Warenkorb gelegt bekommen. Da habe ich zuallererst hier von bei Terry Boom de Rose eine Maske Hydrating Rose Mask. Die hatte ich auch schon mal verwendet. Kann ich empfehlen, definitiv im Kühlschrank aufzubewahren, gerade jetzt, um da einfach noch einen frischen Kick zu bekommen. Ich meine, dass ich die okay fand, aber niemals für den Preis mir kaufen würde. Deswegen freut man sich über solche Boxen. Giorgio Armani Lip Power habe ich hier auch drin, Longwear Vivid Lipstick in der Farbe 104, 1,4 Gramm. Das ist einfach so ein kleines Produktchen, was ich auch gut finde, denn ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Leute, so oft macht man jetzt nicht unbedingt einen Lippenstift leer, ne? Das ist einfach so und das ist auch ein matter Lippenstift. Jetzt gerade habe ich so, ja, ein bisschen dunkler von Huda Beauty ist es einer. Der war in einem Adventskalender drin. Habe ich den hier irgendwo rumstehen? Eben war der noch da. Da ist er. Das ist die Farbe Hustler. Genau, das ist, ja, den hatte ich in einem Adventskalender. Habe ich jetzt eben bei einem Schminki mal aufgetragen. Ja, matt ist jetzt leider nicht so ganz meine Welt, aber vielleicht gefällt er mir ja doch. Mal gucken. Das hier ist ein Produkt, was ich für den Sommer auch richtig schön finde. Ritual of Karma Soul Shimmering Body Oil. Das ist eine kleine Größe mit 30 Millilitern. Hier ist tatsächlich mein Problem, dass mir das zu grob ist. Das mag ich lieber, wenn es ein bisschen feiner vom Glow her ist. Da gibt es, glaube ich, auch was, oder gab es mal von Nabla? Weiß ich gar nicht mehr. Dann habe ich Olaplex hier drin, Nummer 5. Den Bond Maintenance Conditioner, 20 Milliliter. Olaplex verwende ich persönlich nicht, aber ich weiß, dass viele da echt drauf abfahren. Von Virtue habe ich hier noch ein Repair, was ist das? The Only Hair Oil, ach so, ein Haaröl mit Alpha-Keratin, 100%. Finden das irgendwie cool. Mhm. 9 Milliliter sind hier drin enthalten, eine schöne Reißgröße. Also das sind auch Minis, die hier drin enthalten sind. Ne? Und ist gut. Aber Keratin darfst du nicht in Verbindung mit Olaplex, glaube ich, verwenden. Deswegen sehr interessant, dass es beides zusammen in einer Box ist. Dann habe ich hier von Drunk Elephant etwas drin enthalten. Und zwar Protini Polypeptid Cream. Und zwar 5 Milliliter. Ja, das ist interessant. Drunk Elephant ist eine Marke, die ich auch sehr interessant generell finde. Und so hat man einfach mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Von Lancôme musste hier mit rein. Das ist Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse, das Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern. Ich glaube, ja, Adventskalender haben uns dieses Produkt auch so ein bisschen madig gemacht, weil das sehr oft drin ist. Es ist wundervoll, dass wir hier so eine kleine Größe als Pipettenprodukt drin haben. Habe ich auch schon mal verwendet, habe ich auch schon aufgebraucht. Mag ich gerne leiden, kann ich empfehlen. Hat eine schöne Konsistenz, ist für mich eher was für die Nacht. Dann habe ich hier von Kate Somerville ein Produkt und zwar Goat Milk, also Ziegenmilch, Moisturizing Cleanser, feuchtigkeitsspendendes Gesichtsreinigungsprodukt mit 30 Millilitern. Sehr schön, kann man gebrauchen, immer und überall. Nochmal Olaplex am Start, Nummer 4. Bond Maintenance Shampoo, 20 Milliliter. Also wenn man es mal ausprobieren will, ich würde euch da aber wirklich empfehlen, euch ein bisschen einzulesen. Also ich würde Olaplex jetzt echt nicht blind verwenden, ne? Weil ich habe das jetzt auch bei der einen oder anderen Kollegin gehört. Tatsächlich sowohl Melly als auch Amelie, mit denen war ich ja jetzt auch unterwegs in Malaga. Die haben beide gesagt, Olaplex
machen wir nicht mehr. Wisst ihr Bescheid, ne? Schaut gerne bei den beiden Ladies mal vorbei. Dann habe ich hier doch, oh, das ist toll, Urban Decay All Nighter Long Lasting Make-up Setting Spray 15 ml. Das hatte ich auch mit dabei in Malaga. Ist nämlich auch eine schöne Größe, genau. Und das kann ich mir ja immer wieder auffüllen, ne? Und das ist eine super Reisegröße. Mag ich richtig gerne leiden. Und da muss man nicht diese großen, schweren Produkte immer mitschleppen. Hier habe ich auch noch was von Yves Saint Laurent, ein Touche Eclat Blur Primer drin enthalten. Hast du auch nicht so oft, ne? Blurring and Illuminating Primer, Maximizing Skin Radiance. Das ist ein Universal Gel Fluid mit 10 ml. Das sagst du auch nicht nein zu. So ein schöner Primer von Yves Saint Laurent. Jo, süß. Och, guck mal, da sind sogar Glitzerviecher drin. Das schimmert so schön. Und ab und an hat man einfach das Glück, dass man bei Look Fantastic dann, ohne dass es irgendwo groß angekündigt wird, ne, auf einmal solche Produkte im Warenkorb drin hat. Also quasi so eine Surprise-Box. Hier habe ich auch nochmal von NARS den Laguna Bronzer. Finde ich super witzig. 1,2 Gramm haben wir hier drin enthalten. Den habe ich auch selber noch da. Den habe ich letztens, glaube ich, sogar von Emmy in der Palette zusammen mit dem NARS Orgasm bekommen. Ein schöner Bronzer. Einfach also immer wieder einsetzbar, universell einsetzbar. Schönes Produkt. Mensch. Das ist ja was hier. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen drin. Einmal von Shiseido, Vital Perfection Intensive Wrinkle Spot Treatment. Das machst du dir auf die Falten punktuell drauf. Ja, also das wäre bei mir jetzt nicht mehr so punktuell, aber ne. 2 ml sind hier drin. Das scheint dann auch wohl ein Produkt zu sein, was gar nicht mal so günstig ist, wenn man hier so eine kleine 2 ml Probe drin findet. Finde ich aber trotzdem schön, dass wir das in so einem kleinen Tüpchen hier drin finden und nicht irgendwie in einem Sachet, bin ich ehrlich. Und wenn man das eh nur punktuell aufträgt, ist es auch gar nicht so verkehrt, in so einer kleinen Geschichte das hier drin zu haben. Beschwere ich mich nicht. Und dann habe ich hier noch von Kérastase was drin. Das finde ich richtig toll. Résistance Simon Thermique. Aha. Hä? Resurfacing Strengthening Milk, Blow Dry Care for Damaged Hair. Ach so, 30 ml. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Spülung oder so. Ja, nee, ist es nicht. Oh, mein Papa schreibt mir. Die muss ich gleich mal antworten. Ja, das war dann jetzt quasi die Surprise Box, die da auch irgendwie mal so mystery-mäßig im Warenkorb erschienen ist. Und das war jetzt mal ein Durchrennen durch die Limited Editions, die sich hier bei mir angestaut hatten, die einfach gezeigt werden wollten. Ich werde das Video online stellen, sobald auch die Limited Edition Summer Essentials Box auch verfügbar ist. Dann schaut gerne in den Kommentaren, in der Infobox vorbei. Da habe ich euch die Boxen auch verlinkt, die noch verfügbar sind. Wie gesagt, in diesem Video verlose ich auch ein großes, selbst zusammengestelltes Beauty-Paket und alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Und das wäre es hier auch gewesen jetzt hier, ne? Wow! Interessante LEs. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche euch am meisten interessiert hat. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen. Ja, hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.